Damit starten wir los in unseren ersten Vortrag, und zwar in unserer Eröffnungs-Keynote. Die wird von dem Experten für Digitalisierung und Gebäudebetrieb abgehalten werden. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn gewinnen konnten. Matthias Mosig, er ist der Leiter des Arbeitskreises für Digitalisierung bei der GEFMA und er ist auch Prokurist und Head of Digital Transition bei der TÜV Süd Advimo GmbH. Und er war schon mal hier bei uns im Studio, deswegen freue ich mich sehr, dass du wieder da bist, Matthias. Matthias kümmert sich um Digitalisierungsprojekte und Strategien und ist auch im operativen Bereich viel tätig. Das heißt, er hat immer so ein Ohr am Markt, weiß genau, was abgeht in der Branche. Und deswegen wird er uns auch die wichtigsten Trends für den digitalen Gebäudebetrieb vorstellen. Ich freue mich sehr, Matthias. Schön, dass du da bist. Dankeschön. So, dann möchte ich Sie auch recht herzlich begrüßen, auch im Namen der GEFMA. Und ich werde Ihnen heute einleitend ein paar Stimmen vom Markt, die wir auch im Arbeitskreis der GEFMA immer wieder sondieren, über Marktstudien, Trendstudien, die zum Beispiel alle 2 Jahre auch mit Lünendonk zusammen organisiert werden und veröffentlicht werden. Und wenn wir uns den Markt so anschauen, auf Basis der Ergebnisse dieser Studien, unserer eigenen Expertise, auch aus der Lehre, aus Beratungsmandaten, aus der Erfahrung von entsprechenden Softwareherstellern, die auch alle im Arbeitskreis vertreten sind, dann gehen wir ja immer im Markt von so circa, ich sage jetzt mal circa 3000 implementierten Computer-Aided Facility Management-Anwendungen aus. Und wenn man sich aber den Reifegrad der Digitalisierung in Anführungszeichen übertragen auf die eingesetzten Funktionsumfänge uns anschauen, die möglich wären und die in der Praxis wirklich genutzt werden, oder auch die Pflegedisziplin oftmals auch in den einzelnen Systemen anschauen, dann wären die Systeme sicherlich so maximal zu 50% wirklich so genutzt oder so produktiv genutzt, wie sie eigentlich einsetzbar wären. Häufig sind aber auch die Kosten-Nutzen-Verhältnisse, auch die Potenziale, die Mehrwert-Berechnungen für Entscheider gar nicht transparent. Also einmal, um auch neue Module, neue Funktionsumfänge letztendlich intern anzustoßen. Oder eben auch zu entscheiden, wo jetzt auch in den nächsten Jahren so die Priorität gesetzt wird. Was wir aber schon feststellen, und das ist eigentlich schon eine erfreuliche Entwicklung auch zu den letzten, sage ich jetzt mal 10, 15 Jahren, dass sich natürlich die Implementierung auch durch die strategische Bedeutung der Digitalisierung in allen Unternehmen natürlich erheblich gesteigert hat. Das heißt natürlich, dass auch versucht wird, diese Heterogenität der Systemlandschaft entsprechend zu verändern, dass die IT auch hier viel stärker mit involviert ist, das Ganze auch wirklich zu professionellen IT-Projekten entsprechend sich etabliert hat und nicht nur jetzt mal so hands-on von der Fachabteilung mal schnell eine Lösung beschafft wird, ohne das nötige IT-Know-how, und auch oft unterschätzt wurde letztendlich, was diese Projekte auch mit sich bringen. Dann macht man sich sehr wohl mittlerweile sehr viele Gedanken. Wir haben in der GEFMA ja dazu auch immer wieder entsprechende Seminare oder Webinare auch zum Thema Mehrwertberechnung für die Einführung von Softwareanwendungen. Man macht sich Gedanken, wo liegt der Mehrwert? Der muss jetzt nicht unbedingt immer in Euro zu quantifizieren sein. Es gibt viele qualitative Vorteile auch mit Blick auf die Rechtssicherheit oder den rechtssicheren Betrieb der Gebäude, die hier eine Rolle spielen. Dann natürlich die ganze ESG-Thematik, die hier natürlich auch entsprechend unterstützt werden soll. Und es gibt eine klare Formulierung der Anforderungen. Das war häufig auch in der Vergangenheit, war das nicht immer der Fall. Auch eine klare Zielstellung. Unabhängig jetzt von der Methodik, die dann in der Implementierung letztendlich eingesetzt wird. Und wir finden auch zum Glück mittlerweile auch eine vernünftige, eine professionelle Projektmanagement-Organisation rund um das gesamte Projekt letztendlich. Wenn wir uns mal die Komplexität aber auch anschauen, mit denen jeder, der ein Gebäude betreibt, zu kämpfen hat letztendlich, und
die es gilt, in den Griff zu bekommen. Dann haben wir viele Abhängigkeiten, viele Beteiligte, wir haben viele Prozesse, wir haben viele Anforderungen, ja, beginnend mit der Regulatorik, ja, aus der sich Pflichten herausgestalten, mit denen man Risiken letztendlich in den Griff bekommen möchte. Ja, dahinter stehen Tätigkeiten, die müssen durch befähigte Personen abgewickelt werden. Dahinter stehen Vertragsverhältnisse, ja, die Kosten wiederum erzeugen, die ich im Auge behalten muss und steuern können muss. Das sind alles sehr komplexe Themen rund um das Bauwerk, jetzt mal allgemein bezeichnet, und die damit zusammenhängenden Services. Das versucht der Markt, das versuchen wir alle, denke ich, jetzt auch natürlich in den Griff zu bekommen. Und das macht es zum einen etwas komplexer sogar, ja, aber natürlich mit dem Ziel, auch diese Abläufe, dieses komplexe Konstrukt in den Griff zu bekommen und zu vereinfachen, durch zum Beispiel eben das ganze Thema Integration des Building Information Modelings, ja, BIM to CFM, BIM to FM an dieser Stelle, ja, mit all seinen auch methodischen Vorteilen, ja, dort, wo es Sinn macht. Ja. Macht nicht immer Sinn, muss man auch sagen, macht aber oder kann aber, ja, unter gewissen Rahmenbedingungen sehr viel Sinn machen. Und dann natürlich, ja, die Tendenz auch, um auch Lücken zu schließen, ja, Lücken hinsichtlich Fachkräftemangel, auch dafür zu sorgen oder es zu schaffen, dass das Gebäude, dass die technischen Anlagen, ja, sozusagen selber kommunizieren, ja, vorausschauend, dass man vorausschauend agieren kann, ja, dass wir also hier nicht mehr auf eine Störung im, ja, letztendlich durch den Nutzer, durch den Mieter im Büro warten müssen, auf eine Störungsmeldung, sondern dass hier bereits vorausschauend über Sensorik, über die Anbindung von IoT-Plattformen hier agieren, also vorausschauend agiert werden kann. Wie kann man das Ganze lösen? Ein Ansatz ist natürlich, ja, jetzt sich wirklich vernetzt über den gesamten Lebenszyklus auch die Prozesse anzuschauen, hier vernetzt arbeiten, was die Organisation anbelangt, was auch die Systeminfrastruktur anbelangt. Ja, angefangen in der Planungsphase natürlich mit dem ganzen Thema BIM, ja, den Möglichkeiten der Qualitätssicherung, der Simulationsaufsätze, ja, der Variantenbetrachtungen. Das sind alles Themen, die hier natürlich initial wirken und uns aber auch immer wieder einholen, ja, in Generalsanierungen, ja, mit der Fragestellung, muss ich das Gebäude jetzt nachdigitalisieren? Wie weit digitalisiere ich es nach? Ja? Reicht mir eine Punktwolke? Ja? Muss ich ein planbares BIM-Modell daraus generieren? Ja? Das sind alles Themen, die hier natürlich eine Rolle spielen und uns immer wieder auch in der Betriebsphase letztendlich einholen. Hier natürlich ein wichtiger Ansatz, ja, je nach Größe des Portfolios, Anzahl der Veränderungsmaßnahmen, Anzahl der Beteiligten im Betrieb, ja, wenn wir an Vertragsarchitekten vielleicht in Teilregionen denken, an die FM-Dienstleister, ja, an die internen Mitarbeiter, all die, die letztendlich an Veränderungsprozessen, größeren Instandsetzungsmaßnahmen, Generalsanierung beteiligt sind, dass wir die alle über eine durchgängige, zentrale Datenplattform, ja, vernetzen und hier auch letztendlich dafür sorgen, dass endlich die Daten, ja, immer aktuell, die relevanten Daten natürlich an dieser Stelle, immer aktuell und zentral verfügbar sind. Und darauf bauen dann natürlich die Betriebssysteme auf. Ja, das kann jetzt, können die Immobilienmanagement-Software-Anwendungen sein, das können die CFM-Anwendungen sein, ja, mit der Ergänzung der neuen Technologien, wie IoT-Plattformen, ja, dann natürlich KI, ja, Data Analytics und so weiter, die uns hier auch helfen sollen, letztendlich hier auch bessere Entscheidungen zu treffen, vorausschauend zu agieren und auch Themen, ja, und da sehe ich ein großes Potenzial eben des abnehmenden, ja, Fach-Know-hows in den Unternehmen am Markt letztendlich zu begegnen. Wie geht man hier ran? Die GEFMA hat hier ja ein umfassendes Richtlinienwesen. Ja, und wenn wir uns so einen klassischen Projektablauf, ja, mit der Konzeptionsphase anschauen, dann natürlich der entsprechenden Produktauswahl, ja, den Implementierungsschritten, ja, dann haben wir hier auch aus der GEFMA heraus diverse Richtlinien erstellt, die sich einmal auch, ja, so einen Grundlagenüberblick schaffen, ja, rund um das Thema Digitalisierung über die 400er-Richtlinie. Dann natürlich auch das Implementierungs-, ja, das Einführungsvorgehen genauer beschreiben. Es gibt eine eigene Richtlinie nur für den Mehrwert, ja, auf der auch das Seminar der GEFMA immer wieder aufbaut, wo wirklich auch dann, ja, die Berechnung, die Ermittlung, ja, quantifizierbarer, ja, Nutzeneffekte vermittelt wird und dargestellt wird, aber auch wirklich Beispiele für Benchmarks, für Kennzahlen dieser Einsparung dargestellt werden und ablesbar sind, sowie auch natürlich sämtliche qualitativen Vorteile für jeweils auch, ja, die einzelnen Prozesse im Facility Management, an denen man sich sehr gut an dieser Stelle orientieren kann.
Und natürlich, ja, auch um jetzt ein gewisses Gefühl, eine gewisse Sicherheit jetzt auch auf der Suche nach einem System zu bekommen, auch die Zertifizierungssystematik, ja, über die GEFMA 444 mit Folgerichtlinien mittlerweile, die sich auch jetzt sukzessive den Experten-Systemen widmet, ja, oder auch den Themen wie Workspace Management, ja, die mittlerweile eben auch nochmal durch viele PropTech-Anbieter angeboten werden und um hier auch eben eine entsprechende Standardisierung oder auch eine gewisse Aussagefähigkeit für den letztendlich den suchenden Auftraggeber zu bieten als Qualitätsmerkmal. Jetzt führen wir ja immer wieder, wie gesagt, alle 2 Jahre eine Trendstudie zusammen mit Lündonk durch aus dem Arbeitskreis heraus. Und da möchte ich jetzt mal so auf die wesentlichen Findings oder auch jetzt Erkenntnisse für den Markt mal eingehen. Das eine ist so die Frage ja immer wieder so nach dem Verbesserungspotenzial bestehender Anwendungen. Ja, wo sieht der Markt hier noch Nachholbedarf? Und das eine ist natürlich ganz klar dieses Thema Benutzerfreundlichkeit. Das ist ein Thema, ja, das zum einen auch für mich zum Beispiel ja auch das den großen Anklang neuer Lösungen aus dem PropTech-Bereich letztendlich auch erklärt, weil dort sehr stark natürlich so die Nutzerorientierung, ja, die benutzerfreundliche Anwendung auch häufig im Vordergrund steht. Ja, sie sind einfacher, ja, es ist alles selbsterklärender. Ja. Ich muss mir jetzt hier nicht 5 Finger verbiegen, ja, um letztendlich hier mal meine Informationen reinzutippen in das System oder eben auch Auswertungen herauszuholen. Also hier ist sicherlich noch Nachholbedarf bei den bestehenden Anwendungen. Dann natürlich alles, wo wir eine große Lücke nach wie vor haben. Ja, mittlerweile oder nach wie vor muss ich eine Information manuell eingeben. So. Dann gibt es vielleicht Workflows, ja, die mir den einen oder anderen Schritt teilautomatisieren. Und das ist es dann in der Regel schon. Wir finden kaum Teilautomatisierung in den klassischen Anwendungen, wo mir als Anwender wirklich jetzt Tätigkeiten abgenommen werden. Ja, wo Ergebnisse automatisiert, teilautomatisiert berechnet werden. Ja, das ist nach wie vor eine Riesenherausforderung und das erklärt natürlich hier auch an der Stelle ja, dieses Verbesserungspotenzial oder genannte Verbesserungspotenzial oder hochbewertete Potenzial für das ganze Thema KI und Machine Learning, das jetzt sukzessive auch ja, in die Anwendungen natürlich integriert wird. Dann gut, Barrierefreiheit ist ein Thema, ja, das natürlich auch jetzt in das Thema jetzt Anwendungs- oder Benutzerfreundlichkeit natürlich nochmal vertiefend eingreift. Und dann natürlich eins oder mit das Top-Thema natürlich das ganze Thema ESG ja, und den Herausforderungen, die hier auch letztendlich verlangt werden. Die anderen Themen ja, würde ich dann schon wieder so als weniger relevant ansehen. Aber warum ist das so? Nicht, weil die Themen nicht wichtig sind, sondern weil ich denke, dass sie eigentlich ganz gut abgedeckt sind. Ja, wir haben das Thema individuelle Anpassungsfähigkeit. Gerade im Bereich des Customizings, Konfiguration sind die Systeme sehr offen, ja, sind sehr flexibel. Ja, es ist natürlich immer die Forderung, es muss releasefähig sein, ganz klar. Ja, das ist das Einzige, was letztendlich die Themen manchmal einschränkt, aber wir haben eine hohe Flexibilität. Genauso in der Offenheit für Schnittstellen, ja, der Integrationsfähigkeit der Systeme ist in der Regel auch keine große Herausforderung. Lizenzmodelle, Preisgefüge, eigentlich auch kein Thema, ist nach wie vor vernünftig. Man muss aber natürlich jetzt nochmal unterscheiden oder schauen. Ja, es wird jetzt natürlich spannender, wenn wir jetzt natürlich an ja, die digitalen Plattformen denken, an die Vernetzung unterschiedlicher Expertensysteme ohne Synergieeffekte in der Entwicklung. Da werden wir preislich natürlich noch Überraschungen erleben oder nochmal natürlich einen Hub ja, im Vergleich zu der eierlegenden Wollmilchsau, so wie wir sie bisher kannten. DSGVO-Konformität ist bei den Systemen, die es seit 10 Jahren mindestens gibt, überhaupt kein Thema ja, oder in der Regel gelöst. Ja. Auch das Thema IT-Sicherheit wird hier gering bewertet. Nicht, weil es nicht wichtig ist. Wir werden gleich sehen, dass es sehr wichtig ist. Ja. Aber es ist hier sehr gering gewichtet, weil es einfach ja, bei diesen etablierten Systemen, die haben X-Pen-Tests durchlaufen, ja, da haben wir einfach auch eine gewisse Sicherheit. Es ist bei X-Konzernen eingeführt worden mit höchsten Ansprüchen ja, der IT-Abteilungen. Da können wir relativ sicher sein bei den etablierten Systemen, dass das alles vernünftig gelöst ist. So, bezogen auf die konkreten Trends aber und die wichtigsten Trends, die hier auch vom Markt genannt oder eben hoch ja, bewertet wurden,
ist ganz klar und das deckt sich sehr schön auch mit den Lösungen, die wir nachher dann gleich auch sehen, ja, aus der Praxis heraus oder mit konkreten Beispielen, das ganze Thema IoT. Ja, Vernetzung über Sensorik, ja, egal ob das jetzt im Workspace Management ist oder auch mit Blick dann, ja, hoffentlich bald auf das Thema Predictive Maintenance, ja, das noch sehr verhalten am Markt momentan im Einsatz ist oder sich etabliert. Aber das sind die Themen, die hier ganz oben stehen. Dann natürlich alles, was sich um das mobile Arbeiten dreht. Ja, man möchte natürlich nicht mehr vor Ort an der Anlage seine Notizen machen, in den Leistungsnachweis eintippen, ja, dann vielleicht nochmal im Büro nochmal dann digital in eine Datenbank hineinklimpern, sondern es muss alles mobil verfügbar sein. Es muss, der Leistungsnachweis muss mobil vor Ort zu erstellen sein, genauso wie die Wartungsprüfprotokolle. Ja, da ist das mobile Arbeiten natürlich nach wie vor ganz oben an dieser Stelle. Und dann haben wir natürlich dort, ich habe es schon mal gesagt, dort, wo es auch Sinn macht, natürlich die Integration BIM, ja, methodisch auch für die Veränderungsprozesse, die hier natürlich über entsprechende Common Data Environments und die Kollaboration aller Beteiligten dafür sorgen kann, ja, in dieser Integration, dass wir auch die Daten endlich durchgehend aktuell halten, alle Veränderungen monitoren können. Und dann natürlich auch alles hier, was sich um das Thema ESG kümmert, mit eben Cloud-Anwendungen, klar, ganz technisch, also aus technischer Sicht natürlich ganz klarer Trend an dieser Stelle. Und dann kommt schon, wie gesagt, eher etwas verhalten, weil auch abwartend, muss ich ganz klar sagen, ja, oder so würde ich es jetzt auch ganz klar deuten, das Thema KI, und Betreiberverantwortung ist ganz gut im Griff normalerweise, ist sozusagen im Mittelfeld anzuordnen. So, für was sind die Unternehmen aber auch bereit, Geld auszugeben? Ja, das ist nochmal eine interessante Frage auch aus der Studie. Und hier sehen wir ganz oben das Thema Cybersecurity. Ja, ich würde jetzt schon mal sagen, mit Abstand zu den anderen Themen, warum ist das so? Weil wir vorhin haben ja gehört oder gelesen, dass letztendlich das Cybersecurity-Thema eigentlich keine hohe Relevanz bei Bestandssystemen hat. Ja, aber durch die Etablierung, wir gehen mehr in die Cloud, wir integrieren Expertensysteme, wir integrieren PropTech-Anwendungen, an viele Anwendungen, die auch eben nicht diese x-fachen Pentests schon durchlaufen haben auf Kundenseite. Und deshalb wird dieses Thema auch mit natürlich auch weiteren Bedrohungen von außen immer wichtiger. Und dafür sind die Unternehmen auch bereit, Geld auszugeben. Die anderen Themen sind auf der Agenda. Dafür wird Geld bereitgestellt. Wenn wir jetzt mal nur sehr groß und groß jetzt mal etwas verhalten, uns ins Auge betrachten, dann ist das alles erstmal als verhaltene Ansätze, wo der Markt noch sagt, ich schaue mir das jetzt mal an, was sich da noch tut. Ich werde am Ball bleiben, aber ich springe jetzt noch nicht, ich werde jetzt noch nicht meine Millionen da rein investieren. Ja, so würde ich das mal deuten. Wenn wir es jetzt positiv sehen, bezogen auch aus Anbietersicht, da nehmen wir noch das Neutral dazu und dann sehen wir, es ist alles wichtig. Ja, ich würde es irgendwo dazwischen, die Realität einschätzen oder auch, wenn ich mir jetzt Mehrwert-Nutzen-Berechnungen aus diversen Projekten auch anschaue, dann ist es so, dass wir eigentlich schauen müssen, wir müssen dranbleiben, wir müssen den Einstieg schaffen, aber wir haben noch etwas Zeit, weil sich da die Branche auch ganz klar auch auf Anbieterseite noch weiterentwickeln muss. Gut. Jetzt freue ich mich aber auch auf die folgenden Vorträge, die uns dann aber nochmal bezogen auf diese Trends auch konkrete Beispiele zeigen werden und übergebe wieder an die Moderation. Vielen Dank. Perfekt, vielen herzlichen Dank, Matthias. Es war wirklich, glaube ich, der perfekte Aufschlag jetzt für unser Webinar. Du hast es schon gesagt, IoT als Anbindung von IoT-Services, darum wird es jetzt auch genau gehen. Sehr spannender Report. Ich danke dir ganz herzlich und wir sehen uns dann später nochmal wieder. Vielen Dank. Dankeschön.